Moin, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge This War of Mine. Mir macht ein bisschen Sorgen, dass Brodo nicht hier drin steht. Aber wir werden sehen. Okay, er ist auf jeden Fall hier. Sehr hungrig und traurig. Alles klar. Das ist machbar. Ich weiß gar nicht mehr was. Leicht verletzt. Aber die leichten Verletzungen gehen anscheinend weg. Sehen wir bei Bruno, wenn man schläft. Sehr viel schläft. Bruno soll jetzt aber anfangen zu kochen. Und er ist sehr erschöpft. Wenn Bruno dann gekocht hat, wir machen nochmal einen Wasserfilter, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht. Also er muss auf jeden Fall sofort schlafen gehen. Er isst vorher noch was. Ich wünschte, ich hätte diese Stadt verlassen, verdammt. Bruno kocht was, dann isst Bruno was und dann. Oh. Ja, okay. Ja, wir können. Ja, gut, okay. Momentan brauchen wir viel Holz. Aber das kostet mir auch zu viel. Ja, dann machen wir lieber so. Zweimal das herstellen. Und er macht einen Filter. Haben wir noch überhaupt irgendwo ein Loch, was wir stopfen müssen? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir mal hier. Ah, die sind zu. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Ich würde sagen, das ist dann das ein Kräutertisch. Düngemittel können wir in die Kräuter wachsen lassen, Medikamente und billige Zigaretten herzustellen. Tisch, Ausrüstung, Kräutermedizin, Bandagen. Kräutergarten. Ich würde sagen, wahrscheinlich brauchen wir erst das. Oder. Oh, Entschuldigung. Fleisch. Ich glaube doch, das machen wir als erstes. Und dann. Jawohl, Tabak und Kräutermedizin. Wir hatten ja da schon Probleme. Essen haben wir ja eigentlich. Wir nehmen. Ja, das hier machen wir. Okay, da brauchen wir nochmal das und das. Also sollten wir nochmal irgendwo looten gehen, wo wir das bekommen. Okay. Blick, es klingelt und da Gerade. bin ich wieder. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe draußen ein Schild, wenn ich aufnehme, dass die Leute auch klingeln. Es kommt so rüber, als wäre hier nur Dauerbetrieb, aber eigentlich klingeln sie nur, wenn ich aufnehme, gefühlt. So, was wollten wir jetzt machen? Hier. Hier hin. Okay, er ist sehr erschöpft. Er sollte kochen, ne? Hier, genau das. Herstellen. Einfach gekochte Mahlzeit, sehr nahrhaft. Joa. Machen wir. Können wir gut gebrauchen. Unser guter Koch. Dann soll er was essen und dann darf er schlafen gehen. Na komm, kriegst du hin. Es wird mit jedem Tag schlimmer. Was wird denn mit jedem Tag schlimmer? Die Anstrengung? Oder was? Er ist sehr hungrig. Ja, guck mal, er sieht schon wieder sehr gut aus. Er ist nur ein bisschen traurig. Müssen wir gleich mal gucken, was hier oben, was sie uns sagen, was sie haben wollen. Ja, ist mir schon klar, dass er noch was essen würde gerne. Dann den so. Und er darf auch mal was essen. Und wir gucken mal einmal im Radio. Morgen ohne Kaffee. Ein Morgen ohne Kaffee ist für viele undenkbar. Es ist nahezu unmöglich, in Pogoreen an Kaffee heranzukommen. Der Preis ist in die Höhe geschossen und nur die Spekulanten erzielen einen Profit. So. Musik, okay. Dann auch nochmal Musik. Draußen ist es kalt. Ja. Okay, ja, alles klar. Verlassen wir das Ganze einmal. Wir haben uns jetzt soweit geschützt. Wir sind erst traurig. Wir können mal gucken, was wir hier noch basteln können. Wie Sie sagen, es ist warm. Ach hier! Oh, das fällt mir jetzt erst auf. Wir können ja hier gucken, wie warm es ist. Dann müssen wir vielleicht nicht immer das anschmeißen. Au, okay. Wahrscheinlich verändert sich das hier oben sogar. Wenn wohl. Wenn wir einen Ofen anschmeißen. Okay, wir könnten nochmal einen Stuhl basteln. Brauchen wir nicht. So, du gehst jetzt schlafen. Sie erholt sich leicht verletzt.
hungrig und traurig. Kein Problem. Unser Unterstoff fühlt sich fast wie ein Zuhause an. Hier finden wir Erleichterung und können uns wieder fangen. Stühle und Sessel, Betten, Trank, ja, Radio haben wir auch, Bücher, gutes Buch, bla bla. Und hier. Es fehlt uns ein Kaffee. Okay, also wir haben irgendwie Zigaretten ertauscht, hatten uns, ja. Alle Löcher in unseren Wänden wurden mit Brettern zugenagelt. Kleinere Angriffe sollten wir abwehren können, selbst wenn wir im Schlaf überrascht werden. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ja, dann geht er jetzt noch schlafen. Und dann würde ich sagen, können wir locker flockig den Tag überspringen. Weil dann sind wir soweit durch. Er kann sich mal einen Sessel setzen. Du hast 3 in den letzten Tagen geraucht. Also Bruno, das machen wir halblang. So. Kein guter Tag. Ja, auch. Stell dich nicht so an. Ja, ich glaube, das war's. Wir können erst traurig, erschöpft Tag beenden. Wird schon passen. Ich hoffe, das zählt dann mit. Und er ist sehr müde. Ja, perfekt. Hat gut funktioniert. Oh, wir haben neu eine bombardierte Schule. Es ist, die Schule wurde, ja, keine Ahnung, durch Mörser, Granaten beschädigt. Und hier ist er dann nicht unterrichtet worden. Eine, boah, das Gruppe von Leuten ist vor kurzem in das, boah, das kann ich kaum lesen, verschlossene Gebäude gezogen. Vielleicht möchten sie uns mit uns handeln. Gut, dann müssten wir aber wahrscheinlich Zeug mitnehmen. Ne? Das finde ich nicht so schön. Krankenhaus, mehrfach bombardiert. Vorsicht ist geboten. Reisebüro, Angestellte. Ja, was wollten wir jetzt nochmal machen? Kacke. Gucken jetzt einfach mal nach Menge Teile, Menge Materialien, Menge Teile, Obdachlose vor 2 Tagen besucht. Könnten wir jetzt nochmal hingehen, aber ich glaube, da haben wir ja relativ viel. Gott, allerdings geflohen, seitdem verlassen. Und vorsichtig sein, ne? Wir nehmen das kleine Wohnhaus. Ist ein bisschen Gefahr dabei. Lebensmittel, Materialien, Menge Waffen. Ja, komm, wir gehen einfach rein. Wir könnten wieder ihn nehmen. Oder sie ist leicht verletzt, wir nehmen sie zum Plündern. Er soll schlafen. Und er soll Wache stehen. Okay, vorbereiten. Wir nehmen uns irgendwas waffentechnisch mit. Das hier. Nur für den Fall der Fälle. Und gehen plündern. Okay. Hoffentlich ist das kein Fehler. Okay, schon gleich spannende Musik. Ich sollte vorsichtig sein. In den Gerüchten über Bandite könnten etwas dran sein. Da oben ist schon gleich jemand langgelaufen. Ich bin ein bisschen beschwipst. Ist schon da oben, könnte jemand stehen. Wow. Okay, alles gut. Tür auf. Da oben steht vielleicht jemand. Alles nehmen. Okay, der hat eine Waffe. Alles klar. Okay, das ist wirklich mal ein bisschen eine andere Ausnummer hier. Bleibt jetzt scheinbar da oben stehen. Einmal hier lang gucken. Sieht erstmal gut aus. Hier hin. Oh, ist da gerade die Tür aufgegangen? Hier drüben? Nee, okay, alles klar, ich dachte. Okay. Wir gucken jetzt gleich mal. Da einmal die Tür zu. Einmal hier gucken. Okay, da oben kommt
Niemand runter, alles klar. Also, die haben richtig große Waffen. Alles nehmen. Oh, er hat die Tür zugemacht. Okay. Das kommt weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch weiterläuft. Während wir hier rumrödeln. Okay. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Okay. Das sieht erstmal noch gut aus. Oh Gott, da kommt jemand hoch. Oh Gott, da kommt jemand hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach die Tür zu. Gucken jetzt einmal hier. Okay, von oben geht, glaube ich, nicht runter. Sieht auch erstmal gut aus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, alles gut noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommt jemand. Bin ich versteckt? Ich weiß nicht. Okay, ich gehe einfach. Ich gehe einfach. Ich gehe einfach, ich gehe einfach, ich gehe einfach. Wir gehen einfach. Wow, okay, war ein bisschen zu langsam. Ich bin froh, der hat mich sofort geschossen. Er hat es leider gesehen, als wir in das Versteck gegangen sind. Ein Ticken zu spät nur. Aber ja, so ist das, ne, im Leben. Hallo, seht euch die ganzen Dinge an, die ich, was? Ich wünschte, ich wäre jeden Nacht so. Achso, wir wurden ausgeplündert. Okay, wir haben gesagt, jemand hat versucht, uns auszurauben. Wir waren stark und bewaffnet, aber sie haben nur geringfügigen Schaden angerichtet. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Pavel wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Wir müssen mehr Leute zur Wache aufstellen. Steht jedes Mal da. Jedes Mal steht da, wir müssen mehr Leute zur Wache aufstellen. Sehr hungrig, traurig und, ja, noch irgendwas. Ich konnte den Angriff abwehren. Wir wollten kochen. Er ist leicht verletzt. Wir können nichts kochen, weil wir brauchen. Ja, wir machen einmal herstellen. Er geht jetzt hier hin. Ja, komm, beweg dich. Und wir kochen. Was fehlt uns? Oh, fehlt's noch. Ja, okay. Dann bauen wir halt nochmal herstellen. So. Wir könnten noch ein Bett herstellen. Nee, shit, das können wir nicht herstellen hier. Oh. Ja, komm. Eins fehlt uns. Ein einziges. Na gut, dann stellen wir halt hier das einmal her. Nach draußen hätte ich jetzt gesagt, müsste das, oder? Vorne geht es nicht hin. Hier unten? Dann würde ich es eher in den Keller packen. Platzieren. Und er kocht jetzt. Jetzt kocht er. So. Herstellen. Ja, sieht auch erstmal gut aus. Sie ist sehr hungrig. Kann sich schon mal hier oben hinstellen, da hinsetzen. Und dann gleich was essen. Und sehr und etwas müde, leicht verletzt. Alles klar. So. Kann dann auch gleich mal schlafen gehen. Er ist nur hungrig. Soll sich dann mal hier drum kümmern. Sie ist immer noch hungrig und leicht verletzt. Er ist auch leicht verletzt und hungrig. So, einmal nochmal hier zum Wasser herstellen. Wasser, was ist mit ihm? Ach, okay. Hä? Was können wir damit machen? Du hast noch zwei? Wir können. Also wir benötigen. Ja. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir brauchen.
rohes Essen, um rohes Essen herzustellen? Wir machen jetzt einfach mal herstellen. Das ist ja komisch. Aber okay. Dann soll er sich auch mal schlafen legen. Und dann werden wir ja sehen, was das bringt. Wir bauen jetzt hier noch mal ein bisschen was davon. Kein Plan, ob das überhaupt Sinn macht, rohes Essen für rohes Essen herzustellen. Wage ich ja zu bezweifeln, aber vielleicht erhöht sich das ja. Wer weiß. Ja, mal schauen. Mal schauen. Momentan sind wir eigentlich so relativ gut aufgestellt, würde ich behaupten. Klar, unsere Leute sind ein bisschen kaputt. Aber ansonsten kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ich glaube, wir essen mit ihm jetzt einfach was. Und die zwei sind ein bisschen verletzt, aber erholen sich gerade. Und er ist auch ja, ein bisschen müde, aber das ist alles noch im coolen Bereich. Mal schauen. So, er ist auf jeden Fall schon mal nicht mehr hungrig, das ist schon mal gut. Und schauen wir mal ins Radio. Und das hier unten, hoffe ich ja, dass sich das bald ändert. So. Nee, nichts Neues. Klassische Musik. Kaffee. Falls Sie in Bogoren leben, bleiben Sie zu Hause und verschließen Sie die Tür. Bewaffnete Banden machen die Straße unsicher. Das heißt, wieder vermehrt Wachleute aufstellen. Können wir machen, ist kein Problem. Setzen uns in den Sessel. Unterstück fühlt sich wieder zu Hause an. Ja, Zigaretten und Kaffee. Das ist das nächste, was wir machen sollten. Wir haben aber eigentlich eine ganz gute Ausrüstung, würde ich auch behaupten. Also wir sind eigentlich nicht so schlecht aufgestellt. Brauchen wir unten halt noch ein bisschen Zeug. Kann er ja auch gerade nochmal hinrennen. Vielleicht können wir uns noch so eine zweite Rattenbox aufbauen. Wer weiß. Nee, können wir nicht. Wir brauchen hier die. Und das brauchen wir auch. Okay, alles klar. Vielleicht dann doch nochmal ins Obdachlosenhaus, weil da hatten wir von dem relativ viel. Und ansonsten brauchen wir scheinbar nicht so viel Angst zu haben vor den anderen Leuten, weil die greifen uns nicht sofort an. Ich würde gern warten und gucken, was da drin ist. Und ja. Machen wir, glaube ich, auch. Okay, es scheint heute nichts mehr zu werden mit der Falle oder was immer es ist. Und ja, schauen wir einfach mal. Alter, wir haben schon wieder ganz viele neue Sachen. Und immer diese fucking Kamera da oben. Entschuldigt mich. Am Hauptplatz. Lebensmittel, Materialien, Vorsicht ist geboten. Stadtzentrum war einmal Monument geringe, bla bla bla. Gebiet Triumph gefordert. Mag das Leute miteinander handeln. Vielleicht finden wir dort Sachen, die wir brauchen. Vorausgesetzt, wir können etwas zum Tausch anbieten. Okay. Verlassene Baustelle, Wohnquartier entstehen, welche hätten werden sollen. Und dienstlich Militärspektor. Aussichtspunkt, was jetzt einen gefährlichen Ort macht. Wir können dort einige nützliche Habseligkeiten von Bauarbeitern oder Rebellen finden, die sich dort aufhielten, die sich übertrieben wurden. Die am Tag beschließen oder beschießen, handeln nachts. Ah, miteinander. Die Soldaten haben viel interessante Sachen und tauschen gerne. Vor allem gegen Alkohol und Zigaretten, aber sie sind unberechenbar. Okay. Zerstörte Villa. Eine alte Villa, dass Deserteure der Armee sich verhindert gelassen haben. Sie können gefährlich und misstrauisch gegenüber Fremden sein. Doch vermutlich haben sie viele Vorräte gelagert, wie Militärrationen von Konservendosen. Gott, ey, okay, das ist... ich würde sagen, wir gehen dahin in den Supermarkt und gucken mal. Wir müssen erstmal schauen, wie wir das hier machen. Hungrig, traurig, leicht verletzt. Eigentlich müssen wir mit ihm plündern gehen, was aber gar keinen Sinn macht. Also muss er Wache stehen. Und er soll auch Wache stehen, obwohl er leicht verletzt ist. Mit leicht verletzt kommen wir, glaube ich, noch klar. Und dann gehen wir mit... wir gehen mit ihm plündern und sie soll Wache stehen.
Genau, so machen wir das. In den Supermarkt. Ja. Ja, komm, wir probieren es. Nehmen wir ein Messer mit? Ne, wir nehmen eine Brechstange mit. Und das war's, würde ich sagen, wir gehen plündern und schauen mal, was uns hier erwartet. Im Supermarkt. Oha, okay. So. Mal schauen. Ja, können wir erstmal alles nehmen. Ah, er weiß nicht, wie er dorthin kommen soll. Okay. Das ist ein hübscher Name für solch ein hübsches Gesicht. Okay. Alles nehmen. Es geht hier ab. Danke. Bist du auf der Suche nach etwas? Okay, ja, dann können die weiter blubbern. Gucken wir mal nur nach etwas essen. Schau mal. Essen? Armes Mädchen, ich kann dir Essen für einen Gefallen geben. Was für ein Drecksack. Alles nehmen. Komm mit mir, Schätzchen. Wir werden zu Abendessen etwas Spaß haben. Okay. Alles nehmen. Gehen die jetzt wirklich wohin? Können wir hier gucken? Okay, sieht gut aus. Können wir da durch? Und wie du kannst. Huch. Okay, mal nochmal runter. Wenn du mich hungern willst, musst du tun, was ich sage. Okay, wir gucken uns jetzt nochmal an, was da jetzt abgeht. Es tut mir leid, ich muss nach Hause. Okay, vielleicht gehen wir kurz hier hin. Kommst mit mir. Boah, Alter. Okay, komm, wir. Greifen Sie ihn jetzt an. Los, nochmal. Jawohl. Lass sie in Ruhe. Jawohl. Boah, wir haben den ersten. Können wir ihn plündern? Okay. Ging einfacher, als ich gedacht habe. Wir haben was Gutes getan. Oh, wir haben eine fette Waffe erbeutet. Okay. Nice. Das ist richtig gut. Das brauchen wir eigentlich. Dann schmeißen wir das weg. Okay. Das war echt gut. Das war richtig gut. Sehr schön. Und wir haben sie gerettet. Okay, er ist jetzt unsere Killermaschine. Er ist, oh, nicht nur leicht verletzt, er ist verletzt sogar. Boah, Alter, hat er. Okay, das ändert jetzt alles. Wir haben jetzt eine richtig krasse Schusswaffe. Was ist denn das hier? Ach! Okay. Also ab jetzt, er wird ich kann während des Kampfes nicht plündern. Ist egal. Er ist unser Killer jetzt hier. Den anderen belasten wir damit nicht. Er wird jetzt losgehen und alles erledigen, was erledigt werden muss. Ich hätte eigentlich noch weiter suchen können. Super dumm, aber ich war jetzt voll im Modus. Irgendwie voll aufgeregt. Ja gut, jetzt haben wir halt irgendein Zeug sinnlos gesammelt. Ich weiß überhaupt nicht was, wir haben wahrscheinlich ziemlich viel auch Rotz gesammelt. Hallo, seht euch die ganzen Dinge an, die ich wünsche, ich will jeden Tag so viel mitbringen. Ja, wir bringen jeden Tag so viel mit. Frage ist, ob es wichtig ist. Auf jeden Fall, die Waffe ist super. Das ist auch ganz gut. Der Rest ist, ja, keine Ahnung, für was wir uns brauchen. Ich würde sagen, das sehen wir aber. Obwohl, warte, wir machen mal auf weiter. Ach, die Nacht war ruhig. Ich dachte, jetzt kommen noch irgendwelche Infos. Perfekt. Werden wir wach 2 Wochen aufstellen, passiert gar nichts. Und wenn wir bei schlafen gehen, werden wir ausgeblendet. Aber es ist, was es ist. Ich würde sagen, wir beenden hier das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.